Moin und herzlich willkommen in dieser Ausstellung. Da gibt es Hintergrundmaterial zu den Ostfriesen-Krimis, zu unserem Leben hier, zu dem, was hier an der Küste so passiert. Viel Spaß! Ja, und das ist entwickelt worden gemeinsam mit dem Tourismusservice Norden-Nordreich, was uns sehr freut und wo wir große, große Freude hatten, das gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. Und jetzt viel Spaß! Tschüss! Also ich habe mich viel zurückgezogen und gelesen und geschrieben und ganz früher sogar noch konnte ich noch nicht so viele Worte richtig schreiben, sodass ich dann einige Worte gemalt habe. Zum Beispiel Tyrannosaurus Rex war ein schweres Wort, kann man aber klasse malen. Ne? So, und so sind meine ersten Sachen entstanden. Mein erstes Buch, als ich, also ich habe es dann Buch genannt natürlich, da habe ich drauf geschrieben, ein Bestseller von Klaus-Peter Wolf. Also das wollte ich da drauf schreiben, aber weil hinten auf dem Buchrücken muss man ja vorher die Buchstaben auszählen, ob die alle drauf passen. Habe ich nicht gemacht und habe viel zu groß geschrieben. Und dann stand da ein Besteller, weil ich Bestseller noch nicht richtig schreiben konnte, ja, von Klaus-Peter Wo. Das passte da nicht mehr drauf. Also mein erstes Buch, das ich auch verkauft habe an einen Klassenkameraden, hieß Ein Besteller von Klaus-Peter Wo. Seitdem heißt es bei uns auch nicht mehr Bestseller zu Hause, sondern so, Besteller. Besteller natürlich, ne? Hast du wieder Besteller geschrieben? Ja! Genau, das ist immer sehr lustig. Ich hatte auch keine guten Noten in der Schule oder so. Das ist ja klar, die Lehrerin stand an der Tafel und irgendwas erklärt. Und bei mir ging sofort die Fantasie durch. Und dann war ich gar nicht mehr in der Schulklasse, sondern irgendwo anders. Ich war immer so voller Geschichten, kann man sagen. Und selbst im Abitur wurde ich in Deutsch geprüft, ob ich eine 4 oder eine 5 auf dem Zeugnis kriegen sollte. Da hatte ich schon meine ersten Bücher veröffentlicht, habe schon bei der Zeitung gearbeitet. Und ich habe den einen Tag vor dem Abitur den ersten Literaturpreis bekommen für die beste deutsche Kurzgeschichte. Deswegen hat man mir dann aus Gnade die 4 gegeben. Also am Anfang, als ich so begann, da konnte ich meine Kurzgeschichten in Tageszeitungen veröffentlichen, das war kein Problem. Aber die Verlage wurden im Grunde beherrscht von Literaturagenten, die Bücher aus meistens aus Amerika oder aus dem englischsprachigen Raum gebracht haben, wenn doch dann skandinavische Autoren. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ein Verleger meinen Roman gelesen hat und sagte, Klaus-Peter, du schreibst wirklich gute Spannungsliteratur. Kann man aber von deutschen Autoren nicht veröffentlichen, das sucht man bei den Amerikanern oder bei den Skandinaviern. Das geht gar nicht. Das hat sich völlig gedreht und da habe ich, glaube ich, auch einen Anteil dran, dass sich das völlig gedreht hat. Da bin ich auch stolz drauf. Aber das war so damals. So dass ich dann mit einigen Autoren gemeinsam einen autoreneigenen Verlag gegründet habe. Jeder hat Geld gegeben, damit haben wir eine GmbH gegründet und bei der ersten Gesellschafterversammlung wurde ich zum Geschäftsführer gewählt. Als ich da reinging, wusste ich das noch nicht, dass ich da als Geschäftsführer wieder rausgehe. Ich habe den Verlag geführt wie ein Geisteskranker und wir sind mit 2,7 Millionen pleite gegangen nach 13 Monaten. Aber so lange war das ein echt toller Verlag. Wir lieben es sehr und wir lieben es auch, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam in diese kreativen und schöpferischen Prozesse einzusteigen. Das ist sehr erfüllend und macht sehr glücklich. Und natürlich gibt es auch immer wieder mal Diskussionen, wenn wir jetzt gemeinsam an den Nordsee-Detektiven arbeiten. Also Klaus-Peter schlüpft sehr gerne in die Rolle von Lukas, ich natürlich sehr gerne in die Rolle von Emma. Und dann tauschen wir uns aus der Perspektive dieser Rollen auch aus. Also ich sage dann, nee, du, das passt jetzt gerade für mich so nicht, also was sie da jetzt so sagt oder wie sie sich da fühlt und umgekehrt. Also und wir versuchen uns dann in dem Dialog, in dem wir in diese Figuren hineinschlüpfen, sage ich mal so, wie so im Rollenspiel, uns dann diese Texte und diese Dialoge zu entwickeln. Das ist ein großes, großes
Geschenk, sage ich mal so, und macht riesig Freude. Ja. Ich gehe auch gerne in die Rolle von Papa Mick, dem erfolglosen Schriftsteller. Wie sind wir genau, da bloß drauf gekommen? Ganz genau, ja. Vor allen Dingen, er ist auch ein bisschen verpeilt. Ja klar, so, na klar, dann ist er in seinen Geschichten, ja, da kriegt er wieder genau, nichts mit und so. Und, also den mag ich auch sehr. Ja, der, genau, das kann ich mir gut vorstellen. Also da ist er voll in seiner Rolle. Und ja, und ich versuche eben auch so die Emma zu repräsentieren und vielleicht auch die Mama Sarah ein wenig. Die ist ja Schauspielerin. Ich bin jetzt zwar keine Schauspielerin, aber Sängerin ist sie, ist viel auf Tournee. Also von daher ist dann schon so eine kleine Parallele da. Die Figuren sind uns nah. Ja, die Figuren sind uns sehr nah, so kann man es ausdrücken, ja. Also das hatte, glaube ich, auch was mit den Ostfriesen-Krimis zu tun, mit dem großen Erfolg. Es kamen immer wieder Fans oder Gäste auf uns zu, die gesagt haben, Mensch, habt ihr sowas nicht auch für Kinder? Ich kann meinem Kind doch nicht Ostfriesen-Wut vorlesen, das geht doch nicht. Meine Kinder spüren die Begeisterung oder meine Enkelinnen oder Enkel spüren diese Begeisterung und sie wollen da immer mit und so auf die Lesungen und es geht natürlich nicht. Und dann sind wir so auf die Idee gekommen, warum das Ganze nicht auch für Kinder zu produzieren, sage ich mal, oder zu entwickeln. Und daraus ist dann im Laufe der Zeit so die Idee entstanden, auch zwei Kinder zu nehmen, so damit Mädchen und Jungen sich wiederfinden innerhalb dieser Buchreihe. Und ja, und dann haben wir uns eben überlegt, wir siegeln das auch hier an. Und das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt sind wir inzwischen schon beim 10. Fall angekommen. Gefährliche Spur. Also in der Regel ist es so, dass ich den Laptop auf den Knien habe. Wir diskutieren die Dialoge, wir besprechen wirklich jedes Wort einzeln ganz genau und dann tippe ich. Und dann kontrollieren wir das Ganze natürlich im Anschluss auch nochmal. Stimmt das nicht? Ich lese es ihm dann nochmal vor oder eher mir. Und dann so ein, zwei Tage später gucken wir einfach noch, ob das noch so passt und ob es noch stimmig ist. Ja, und in der Regel machen wir wirklich alles gemeinsam. Das ist so. Das laute Vorlesen ist ganz wichtig im Schreibprozess. Weil manchmal merkt man schon, ist einem der Satz peinlich, wenn man ihn nur laut vorliest. Deswegen ist jeder Text, bevor die erscheinen, von jedem von uns laut vorgelesen. Auch bei den Ostfriesen-Krimis. Die ganz dicken Romane lese ich laut vor, bevor sie überhaupt an den Verlag gehen. Ja, also noch spannender als die Eins war, das erste Mal überhaupt auf der Liste zu sein. Ich merkte beim 5. Buch, ne, bei Ostfriesen Falle, dass inzwischen die Veranstaltungen, wenn ich da hinkam, ausverkauft waren. Oder Buchhändlerinnen sagten, wir haben einen größeren Saal gemietet. Ne, wir sind nicht mehr in der kleinen Bibliothek, sondern in der Aula oder so. Das war neu. Am Anfang habe ich vor 10, 15 Leuten gelesen und alles war in Ordnung. Und plötzlich wurde das mehr. Da habe ich schon gemerkt, es passiert etwas. Und dann war ich im Zug und fuhr, ich glaube, nach Österreich, nach Salzburg zu einer Veranstaltung. Und der neue Roman Ostfriesen Angst, der 6. der Reihe, war erschienen. Die Verbindung der Handys im Zügen, das war damals noch nicht so toll. Und ich bekam die Nachricht von meinem Verleger, das ist der Hammer. Ich habe das aber nicht auf das Erscheinen des Buches bezogen, sondern darauf, dass ich einen neuen Roman eingereicht habe. Und das konnte auch heißen, das ist der Hammer, das konnte auch negativ sein. Dass das gelesen wird, was ist ja der Hammer, was für ein Scheiß, der mir hier anbietet, so hätte ja auch sein können. Da war ich unsicher. Und als nächstes kam dann eine Nachricht von meiner Lektorin, hier steppt der Bär. Das hieß schon irgendwas Positives. Dann habe ich versucht, sie anzurufen und im Zug brach das immer wieder ab. Und ich hörte im Verlag, die alle quieken vor Freude und ne, dass da irgendwas Tolles passiert war. Und dann sagte sie, der neue Roman Ostfriesen Angst ist in den Top 10 eingestiegen. Und dann musste über Nacht eine Notauflage gedruckt werden, weil man gar nicht genug hatte für die, ich sag klar, die Spiegelliste befeuert dann die Liste, dann wollte es jede Buchhandlung haben. Und dann wurden die Bücher, die Backlist, die sogenannte, also die es vorher gegeben hat, die schossen dann auch alle durch die Decke. Und das war schon eine merkwürdige Situation. Ne? Das stieg immer höher im Spiegel, aber war auch ein halbes Jahr in den Top 10. Aber hat nicht die Eins erreicht. Das ist aber wir haben schon gespürt, dass irgendwas
passiert. Ja. Also das war ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. So was Flirrendes. Das war was Flirrendes. Ja. So. Wir haben irgendwie gemerkt, jetzt geht es nach oben. Also es ist ein wahnsinniges Gefühl gewesen, weil ich es einfach nicht beschreiben kann, was das war. Das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Aber wir haben beide gemerkt, irgendwas läuft hier. Und irgendwie geht jetzt so der Weg nach oben oder wie auch immer. Oder es passiert irgendwas. Kam auch immer mehr also Fanpost war so, und so. Ja, ne? Genau. Ja, und dann. Das war schon eigenartig so. Ostfriesen-Moor, der nächste, startete dann auf Platz 2. Und dann Ostfriesen-Feuer auf 1. Und ab da waren alle Titel auf der 1. Alle von 0 auf 1. Was schon. Und sind auf Monate da geblieben. Ne? Also. Ja, aber daran messen wir das nicht, sondern solange das Freude macht und wir mit Leidenschaft auch die Veranstaltungen machen und die Fans und so begegnen und so und auch so vielen 100.000 Menschen eine Freude damit machen können, ja, solange wird es weitergehen. Das ist einfach auch diese Freude. Ich glaube, das spürt auch das Publikum, wenn man selber mit Freude auf der Bühne ist und selber das liebt, was man tut. Ja. Ja. Dann kommt das beim Publikum an. Ja. Also und sie spüren auch, ob es echt ist oder ob es gespielt ist oder ob es eben also eine Show ist, die man abzieht. Natürlich sind wir gerne auf der Bühne und ziehen unsere Show ab, aber die spüren das. Und guck mal hier, da entsteht gerade der Neue. Ne? Da entsteht gerade der Neue. Und, und sobald ich die Möglichkeit habe, sitze ich da und schreibe. Und ich liebe es, ich genieße es, es ist ein großes Glück für mich und wenn man mich lässt, dann mache ich das den ganzen Tag. Ne? Genau. So kann man so sagen. Ich lasse ihn auch. Ich glaube, es ist die beste Idee. Wer glaubt, ein Dichter sei nur eine Person? Der irrt. Mein Mann ist eine ganze Polizeiinspektion. Als wäre das nicht schon schlimm genug. Er ist auch Opfer, mal Täter, mal lebt er von Betrug. Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon? Wenn mein Mann als Frank Bella in der Küche steht, für mich leckere Suppe kocht, ach, wie gut's mir geht. Statt roter Grütze gibt es zum Dessert eine wunderbare Kopfmassage gleich noch hinterher. Ja, das ist einer der guten Figuren, ne? Das hat durchaus Vorteile. Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon? Wenn mein Mann als Kommissarin durch Ostfriesland geht und nicht versteht, warum kein Mann sich nach ihm umdreht. Er ist doch endlich mal eine wunderschöne Frau. Als seine beste Freundin verstehe ich das genau. Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon? Doch wenn mein Mann als Rupert in die Bratwurst beißt, das ist und bleibt seine Lieblingsrolle. Und seine wirklich blöden Macho-Witze reißt, glaubt es mir, das macht keine lange mit. Wer lebt schon gern mit einem Humphrey Bogart-Verschnitt? Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon? Ja, ich könnte das endlos fortsetzen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Ja, das glauben wir dir sofort. Okay.